Hallöchen allerseits und willkommen zu einer neuen Daddelzeit mit RimWorld, während ich hier frohe Kunde bekomme, dass auf neue Bauteile gestoßen wurde. Ich glaube, hier kriegen wir ein bisschen mehr raus. Das ist schon mal nicht schlecht und na, es kommt, wie es kommen sollte. Nahrungsmittelvergiftungen, jawohl. So, und das ist jetzt ein klarer Fall für Super Toadette. Dass die sich mal um, ja, erstmal Lou kümmert. Priorisiere, behandle Lou, genau das wollte ich doch. Und danach kommt Kais dran. Aber erstmal Lou, weil, ja, der arme Tropf, der muss überleben. Wie jetzt? Der hat Ambrosia, hat er zu sich genommen. Na, wie schön. Hatten die Drogen dabei. Ja, da ist Ambrosia. Warum auch nicht? Na gut, dann soll ihm das Ambrosia gegönnt sein. Trotzdem sollte sich Toadette mal schön um den Lou kümmern, dass der na so halbwegs fit wird. Arbeiten ist derzeit schlecht, weil wegen zertrümmerter Rippe vermutlich ein bisschen, oder? Mal sehen, bewegen reduziert. Naja, es geht ja alles noch. Zertrümmerte Rippe ist ja zum Glück kein Beinbruch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber man kann da irgendwann mal, wenn ich einen gut genügenden Arzt habe, eine neue künstliche Rippe. Aber dafür muss ich auch entsprechend die künstlichen Rippen forschen. Da liegt der Hund begraben. Aber wenn ich jetzt so derart viele habe an Bauteilen, dann machen wir mal hier Stelle Sturmgewehr nochmal her. Wenn schon, denn schon. Aber wie geht's eigentlich Kites? Wurde der schon versorgt? Nee. Da nur noch 11 Stunden zu leben, wenn das so weitergeht. Von daher, du behandelst jetzt Kites gefällig und schläfst nicht. Das ist ein Notfall, du halt. Du Dovi. Oh, ausgerechnet jetzt hört die psychische Beruhigung auf. Die hätte ja einen Gesundheitszustand auch ein bisschen gut getan. Bäh. Naja, egal. Nehmen wir hier noch so ein Häschen aufs Korn. Und noch eins. Genau, dann können wir ja eigentlich das hier mal auch Struktur Marmor nehmen wir da einfach mal und sagen, hey, ich möchte erstmal zielen und das Ganze ein wenig zuspachteln. Schaden wird es ja wohl nicht. So. Ach komm, euch jage ich auch gerne nochmal. Es wird Zeit, dass Dinge getan werden, die getan werden müssen. So, das kann auch abgebaut werden und Gizmo ist dran diesmal. Jawohl, der kann das ja noch besser eigentlich. Ihr Handwerk 13. Natürlich muss das der Gizmo machen. Dafür habe ich ihn auch ganz doll lieb jetzt. Der kann das. Da bin ich mal echt gespannt, was bei dem draus wird aus dem Sturmgewehr. Fakt ist aber, ich brauche meine Teilchen hier. Die sollten mal von der Held Wache. Wo hält die denn? Du bist noch immer. Bist du bekloppt oder was? Nee, du spielst jetzt nicht Billard. Dir geht es gut. Du bist richtig gut gelaunt. Du bist optimistisch. Und weil du so optimistisch bist, bist du optimal und trägst die Bauteile. So. So muss das sein. Yeah. Und die Objekte werden mal getragen. Wo ist der Bär? Da ist der Bär. Ha, und irgendwann steppt der Bär. So, und wenn Lou und Kites so richtig fit wieder sind, kann theoretisch auch mal darüber nachgedacht werden, zu sagen, hey,
Man könnte doch mal theoretisch, ne? Alumpi. Du kriegst mal so ein. Genau, was ich sagen wollte, da könnte man dann mal überlegen, tatsächlich auf Bärenjagd zu gehen. Toadette und Kite sind da, die kriegen irgendwann was Besseres. Der Gizmo oder der Connor. Connor, du kriegst mal das hier. Und was haben wir hier denn noch? Eine große Skulptur, gut, ja. Gut ist gerade mal gut genug für euch zwei hier. Ihr braucht natürlich auf jeden Fall mal. Ja, so läuft's doch. Und demnächst kann ich ja auch ein bisschen umverfrachten, weil Lumpy und Gizmo, die könnten ja eigentlich... Ach komm, mach ich mal. Hier wird Gizmo und Lumpy. Ihr kriegt das hier und... So, Freund der Sonne, du ziehst hier ein. Lou. Wuhu mit Lou. So, aber erstmal erholen die sich hier noch zu Ende. Und bitte, bitte keine Infektion mehr. Das hatte ich irgendwie schon zu Genüge. Das braucht nicht mehr. So, wie lange braucht denn das noch? Steht das hier irgendwo? Na, hier haben wir nur Nahrungsmittelvergiftung. Das Übliche, ne? Die Nacht kehrt ein, die beiden dürfen sich mal richtig schön durcherholen. Und ja, ich glaube, so gegen Ende der Nacht könnten die beiden wieder für neue Schandtaten bereit sein. Aber eigentlich kann ich ja mal... Ah, ich benutze wieder das Wort eigentlich. Eigentlich erweckt immer den Eindruck, als wenn man da eine schlechte Nachricht noch hat. Eigentlich sind sie gesund, sagte der Arzt. Ah, dann haben wir was gefunden. So, und da es regnet, haben wir es hier auch richtig schön muckelig. Löppt. Ah, das Feuer müsst ihr nicht rangehen, das geht schon von selbst. Keine Sorge. Ah, trotzdem, Eminent kümmert sich darum. Warum auch nicht? Krankheit, Wundinfektion, natürlich ist es Lou gewesen wieder. Wer auch sonst? Gott, das ist der Glücksvogel vom Herrn. Ich glaube, der Lou, der hatte auch noch keine Verletzung, die sich nicht entzündet hat. Also, der hatte jetzt keine Glasknochen, aber wenn ihm was erwischt, dann irgendwie richtig. Scheiße, ey. Leck mich doch sonst wo, du kümmerst dich jetzt um Lou. Bah, ist das eklig. Ich krieg noch einen zu viel. Leck mich doch sonst wo. So, und das wird natürlich alles noch schöner mit der Zeit. Ist erstmal so grob skizziert die Wege. Hier wird auch noch später und nach da oben und hier und überhaupt. Und dann vielleicht noch so ein paar Billigwege hier an den Feldern entlang. Mal schauen. Irgendwas finden wir da schon, wie wir das schick machen können. Ah, noch sind die Dinge nicht verbaut, weil natürlich derzeit kaum jemand wirklich arbeitet. Es ist ja Nacht, ne? Zudem noch Gewitter. Aber Connor, der kümmert sich wieder um Tierchen und schießt dabei die Wände kaputt. Bitte nicht. Ich sehe es schon kommen. Connor, komm mal her, Junge. Wir machen das mal zusammen. Wir schießen auf ein schlafendes Ziel. Da kannst du ein bisschen herangehen, ruhig. Und dann schießt du auf das Ding, ohne eine Mauer kaputt zu... Alter. Boah. Oh, na bitte.
Gott, Fernkampf 10 und kann überhaupt... Okay, schießwütig, ne? Anvisierdauer minus 50%, aber auch die Genauigkeit, ne? Entsprechend. Ach. Schießt öfter, aber beschissene. Aber was sagt denn hier das Sturmgewehr? Das wird heute lockerflockig fertig. Das schafft der Gizmo. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich habe genug Kohle. Na, nicht Kohle hier. Bauteile. Viel wichtiger quasi. Um eine Funkanlage zu bauen. Yay! So, dann kriegt das mal sowas hier. Und auch wenn es da, glaube ich, nicht so notwendig ist, weil es nichts produzieren, das ist, packen wir einen Stuhl hin. Ohne Stuhl geht es einfach nicht. Oh Mann. Houston, wir haben ein Problem. Füll mal den Generator auf. Und irgendwie haben es ein paar mehr notwendig. Na gut. 18 Stunden läuft er ja noch. Und zumindest Kites hat sich erholt. Das ist zumindest etwas. Und mal sehen, Lu, wie geht's dir gerade? Du hast ja eigentlich schon Erfahrung darin. Wundinfektion ist bei 37%, die Immunität bei 38%. Ja, das ist, ne? Nicht dolle, aber den Umständen entsprechend. So, die Momente, wo man kotzen könnte. Also nur so geringfügig. Aufgabe endet. Große Skulptur. Ich muss mal schauen. Sind hier noch genug? Nein, ich muss neu beauftragen. Wieder eine hübsche neue Skulptur, die gut geworden ist vor allem. Und die findet Platz in dem Raum von... Na, machen wir mal Emmy was gönnen. Die neue kriegt gleich sowas Gutes. Hat sie eigentlich gar nicht verdient. Ach ja. Piratenhändler. Ein Handelsschiff ist in der Nähe angetroffen. Sie sind unter dem Namen Hauptstadt Kapitalgesellschaft bekannt. Sie sind Piratenhändler. Das ist doch schön. Ein Handelsschiff. Das bedeutet, ich muss die hier rüber konnten. Oh, das brauche ich ja gar nicht. So viel Leis und ist gut. Lumpi, du darfst. Warte mal, du hast doch... Ja, ich glaube, das war mit dem Guten hier. Kontaktier doch mal. Vielleicht springt ja was bei raus. Ui! Wir haben eine neue Waffe. Dann darf Kites auf jeden Fall hier mal sich die neue Waffe schnappen. Und wen rüste ich dann mit der Pistole aus? Gute Frage. Die Pistole bekommt. Ach, scheiß drauf. Gizmo ist zumindest interessiert darin. Nee. Gar nicht. Nee, Pistole kommt ja gleich erst. Jo. Hier haben wir mal wieder ein bisschen Auswahl. Was können wir denn mal anbieten? Und eine Stahlskulptur. Gut, da könnte ich mal tauschen. Das wäre auch gar nicht mal so schlecht. Machen wir. Auch keine schlechte Idee. Dann haben wir nämlich Geld für ein paar andere Sachen. Zum Bleistift eine Medizin. Eieiei, das ist schon teuer, aber gebrauchen kann man es. Zack, da haben wir es. Hat zwar etwas Geld gekostet, aber egal. Müssen wir durch. Und ein überlegenes Holzbett haben wir hier noch. Ah, ja. Das überlegene Holzbett, das darf mal bekommen. Ach, egal. Lu, du kriegst neues Bett. Glaube ich. Installiere es. Und zwar...
Hier. Denk an das alte weg. Das kommt deinstalliert. So, hier wird gemütlich geplaudert, hoffe ich. Und ja, sonst läuft doch alles schon mal relativ gut. Eine neue Waffe könnte man mal angehen, in der Theorie. Oh, soll ich noch ein Sturmgewehr bauen? Gute Frage, nächste Frage, ne? Ja, wie schaut das denn aus? Stelle Sturmgewehr her. Kann man machen? Nee. Erstmal nicht. Erstmal sind andere Dinge wichtig, glaube ich. Haben wir denn hier neue Tische? Produktion nehmen wir mal. Nähmaschine besitzen wir. Können wir aber mal nutzen. Das wäre eine Idee. Was haben wir sonst noch? Ah nee, das ist hier nur Holzschneidertisch. Hehe. Nähmaschine könnten wir tatsächlich gebrauchen. In diesem Falle machen wir mal hier. Zack. Dran das Ding. Und dann kann das hier abgebaut werden. Zack, weg. Und wurstelt, meine Lieben, wurstelt. Tutet ist auch wieder fleißig am Forschen. Eminent müsste langsam Kochfähigkeiten besitzen. Warte mal, kochen. Auf 1. ja, wie man es so nennt. Halbwegs Kochfähigkeiten. Aber das Geile ist, wir haben tatsächlich noch eine Ernte hier reinbekommen. Die darf dann auch gerne mal abgeerntet werden. Das wäre ganz wichtig, dass wir die mal vom Feld bekommen, bevor sie aus irgendeinem Grund noch verderben sollte. Das wäre nämlich weniger gut. So, Lu, wie geht es dir denn eigentlich? Du hast gerade schwere Windinfektion und bist mit der Immunität voraus. Das ist gut. 3% voraus, damit kann man leben. Und hoffentlich auch überleben. Das wird schon. Du schaffst das. Du hast Erfahrung darin. Ich vertraue mal an dich. Und irgendwer schießt wieder ordentlich rum. Wer schießt denn rum? Connor schießt wieder rum. Wer auch sonst? So, du darfst aber auch mal hier sowas erschießen. Und Kleinviech. Na toll, eine Kühlung ist im Arsch. Aber wer hat sich zumindest gleich drum gekümmert? So muss das laufen. Und hier. Holzschlachtertisch. Warum habe ich einen Holzschlachtertisch gebaut? Ich wollte eine Nähmaschine. Ich wollte doch nur eine Nähmaschine, Mensch. Ach, alles geht zugrunde. So, da haben wir es abgebaut. Ja, ich glaube, ich bin da irgendwie mit den Tasten etwas durcheinander gekommen vorhin. So, Nähmaschine. Elektrisch. Zack. Bau ran. Irgendwie wird das Ganze schon. Und Lu, du alte Socke, wie geht's dir denn? Wir haben ja jetzt den Wintermonat, den bösen. Beziehungsweise das, die Jahreszeit. Wie nennt sich das hier? Quadrum, genau. Quadrum, lokale Saison, Winter. Jetzt haben wir es. So, Immunität bei 82, Wundinfektion bei 77, 5% Vorsprung. Da dürfte eigentlich nichts mehr falsch gehen. Da braucht die Behandlung vielleicht gar nicht mal mehr sein. Läuft also. Hoffe ich zumindest. Wenn es nicht läuft, ist scheiße, ne?
So, läuft doch mal gut. Toadette ist noch ein bisschen beschäftigt, aber die ist ja auch ein bisschen nicht nackt aktiv. Nackt aktiv ist Min, aber Toadette ist ja nachtaktiv und forscht wieder weiter. Super. Aber da merkt man, das ist schon eine Forschung, die hat es echt in sich, die dauert ein wenig länger. Habe ich da irgendwo unter diverses... Nee, Werkzeugschrank ist für die anderen Leutchens. Naja. Kann man aber vielleicht trotzdem mal hier so hinbauen. Ach komm, mach ich mal. Wird schon schief gehen. Ja, der Piratenhändler ist jetzt außer Reichweite, aber wir haben ja ein bisschen was gekauft. Und ein verrücktes Tier macht uns jetzt wieder Ärger. Das ist generell kein Problem. Wird hoffentlich eh erschossen von unseren Verteidigungsanlagen. Im Optimalfall. Warte mal, können wir hier auf Jagd stellen? Und kaputt. So soll es im Optimalfall laufen. Beziehungsweise nicht mehr laufen. Hat sich ausgelaufen und Lu kann wieder laufen. Sowas aber auch. Hat er sich hier etwa, genau, wurde immun. Das ist mein Junge. Der kann gleich auch wieder rumspringen, wie er lustig ist. Und ich glaube, der ist eigentlich ein ganz lustiger. Perfekt. Jetzt die Frage, was gehen wir als nächstes an? Wir brauchen in der Theorie noch mehr auf Vorrat hier, an Stahl und was nicht alles. Deswegen einmal hier Befehl machen. Das hier abbauen, genau. Und was haben wir denn hier? Jo, sowas nehmen wir auch ins Visier. Das läuft gut. Lassen wir doch mal so stehen und sehen uns dann bald wieder, wenn es wieder heißt Daddlezeit mit RimWorld. Bis dahin, ciao ciao und haltet die Ohren steif.